Jo, nachdem wir jetzt unseren Campingplatz Ostseequelle verlassen haben, sind wir jetzt auf dem Weg nach Wismar in Wendorf gelandet, an der Seebrücke. Schatzi ist voll in Modder gelatscht. Ja, scheiße. Ja, ist wohl kein tolles Ufer. Ich würde mal sagen, das war nichts hier. Wendorf Seebrücke hier unten. Es war so eine Art Strand, aber das stinkt hier wie Sau, ey. Boah, pfui Deibel. Kannst du gleich wieder vergessen. Da hätte es, wie gesagt, Papierfabrik Egger, Yachthafen vom Segelverein. Und da hinten fängt dann Wismar an. Also, wir sind jetzt im Stadtteil Wendorf. Bisschen außerhalb. Puh. Sitzen wir hier mit Blick auf die Seebrücke Wendorf. Ach, meine Haare sehen ja aus. Oh Gott. Die sehen furchtbar aus. Das wird nur ein kleiner Frühstücksnack, ein paar Schokobrötchen. Nico, kriegst du auch was? Nico, kriegst du was? Das ist deine Leberwursttube. Hier kannst du leider nicht am Strand. Nee, am Strand kannst du hier gar nicht. Was man so Strand nennt hier. Gar nicht mehr sauber. Das ist ja voll abartig hier. Aber es scheint wenigstens die Sonne. So, auf die Seebrücke gehen wir gleich vielleicht auch noch mal kurz. So. Dina ist beim Sport. Alles klar. Das, glaube ich, ist das Beste hier von Wendorf, ne? Ja. Sport machen. Oh, wenn man das aber so eine halbe Stunde macht, dann ist das ganz schön. Ja. Muskulös. Muskulös. Wortfindungsschwierigkeiten. Mal probieren, Schatz. Nee, ich will weiter. Mir tut der Rücken jetzt schon weh. Können ja Rico mal lassen. So, auf los. Da geht's los. Nur einen schönen Rudern. Ja, das ist gut. Ja? Ja, das ist angenehm. Merkst du das eher in die Beine oder am Rücken? Bis jetzt merke ich noch ja. Also, gut, dann lasse ich dich mal eine halbe Stunde. Ja. Naja, im Urlaub soll man ja auch Sport machen. Rücken. Oh. Rücken ist heute eh schon Aua. Super. Na Rico, da guckst du, oder? Was macht Herrchen hier? Toll. Und nochmal kräftig durch, ja. Und für die Arme. Ja. Kriegst du Muckis. Also haben wir auch Sport im Urlaub gemacht? Ja. Gut, das war's. So, nachdem das jetzt an der Seebrücke nicht so toll war. Echt mistig war, ne? Ja, und dreckig war. Nicht schön war, meine Schuhe sind ganz ölig. Bäh. Fahren wir jetzt, wie geplant, Richtung Garten zu unseren lieben Gartennachbarn. Also, als wir den Garten noch hatten. Ne?
ganz gut im Geschäft. Oh, das ist schön handlich. Ja. War ja eigentlich gedacht nur so eine kleine Drehtupe, aber naja, nicht. Und dann war eine Umleitung und das hatte geschneit und auch. Ja, aber völlig bekloppte Verdacht. Aber es war schön, war. Ja. Nee. Und wir hatten ja auch noch nie einen Welpen. Und ne, der war ja erst 8 Wochen alt. Und ja, da musste er auch erst mal gucken und mit Gassi gehen. Und dann habe ich auf dem Balkon, habe ich den Unterlagen. So. Ja, geh mal gucken. Ja, fahr ihn. Genau. Ich geh gucken. Ja, hol. Hol das Huhn. Ja, geh noch. Geh noch mal gucken. Komm mal her, Schatzi. Komm. Ups. Geh mal gucken. Ja, geh mal gucken. Hol mal das Hühnchen. Ja, fein. Ja, super. Eben hast du es geschafft. Das ist mir zu doll. Ist zu viel, ne? Ja, ja. Ja, fein. Ja, super. Ja, hol's dir. Ja, hol's. Hol ab. Hol's, Hühnchen. Ja, hol her. Ja, holt's, ja, feiner Junge, feiner Junge, ja, feiner Junge. Super, ja, fein, ja, da musst du zubeißen. Ja, hol's raus, ja, supi, ja, fein, siehst du aus, ja, fein gemacht. Ja, hol Huhn raus, ja, geh rein, hol raus, ja. Hol raus den Huhn. Ja, ist nass, ne? Ja, hol das Huhn. Ja, wo ist das Huhn? Ja, hol's raus. Schisshase. Hol's raus. Ja, hol's. Ja, fein. So, hier ist den Kleinen. Huhn holen. Appi, Huhn holen. Ja, super. Olli, guck mal. Olli traut sich nicht so richtig. Rico, halt auch Schissi. Huhn holen. Wo ist das Huhn? Na, hol's Huhn. Hol Huhn. Aha. Ja. Tell me how to be closer to ya. Tell me how and I'll do it, babe. Cause I just wanna make you feel what do about ya. So just tell me how and I'll do it, babe. You're the only reason. Baby, you're the answer to my prayers. Feeling like the world is in our hands. Now I know. Los, Jungs, was ist los hier? Oh, die Ostsee war wärmer. Ja. Neustädter See, Neustadt Lewe, eine kleine Badebucht. Und los geht's. Hundebadestelle Nummer 1, Neustädter See. Aber hier ist ein bisschen mehr Platz als da, wo wir eben waren. Ja. Ganz nett, nicht optimal, aber ist okay, wenn man Hunde hat. Ne? So, das ist jetzt der hintere Bereich vom Camping.
Platz. Wohnwagen. Wohnwagen über Wohnwagen. Alle haben Strom und Wasserzapfstellen sind immer irgendwo in der Nähe. Also schönes, schönes Gelände. Super. So, jetzt gehen wir erstmal zu unserem Auto zurück. Und ein Stück Kuchen essen. So, da hinten geht es irgendwie, da ist ein Sanitärhaus und da geht es dann auch zum Strand. Also zum Actionstrand mit Zugangsbändchen. Da gehen wir nachher noch hin. So, jede Menge verschiedene Bereiche hier. Schön gelegen, teils mit Bäumen und schattig, teils in der Sonne, wie man es gerade braucht. Und die Plätze sind ziemlich groß. Unser hat locker 120 Quadratmeter und die sind auch ziemlich groß hier. Also ist ein absoluter Tipp wert. Neustadt Glewe an der A24 in der Nähe vom Schweriner Kreuz. Ja. Und weiter geht's. Wie gesagt, One Stop haben wir hier heute. Bis jetzt, es ist 3:30 nachmittags, haben wir einen schönen Tag gehabt. Wir waren im Wasser planschen. Oh, da vorne der Käfer mit dem Anhänger. Sieht das geil aus. Echt heavy. Schön lackiert. Cool. Richtig cool. Was ist das denn gespannt? Klasse. Was da noch schön nicht aufbaut, ist das echt hart. So, wo müssen wir hin? Da. Da hinten. So, sind wir an unserem Platz angekommen. Wir haben Platz Nummer 1. Schön in der Sonne. Wie gesagt, das sind locker 120 Quadratmeter hier, 12 mal 10 Meter. Strom auch gleich da. Wasser gibt es da hinten irgendwo, nicht weit entfernt. Alles schick. Jetzt Pause, Kuchen essen. So, wir starten jetzt mal einen kleinen Rundgang über diesen wunderschönen Campingplatz. Gucken wir uns noch ein paar andere Sachen an, die wir vorhin noch nicht gesehen haben. Ja, und dann nehmen wir euch mal mit. Oh, die Sonne knallt heute. Super. Der schönste Strand im Binnenland. Na, dann schauen wir mal. So, die beiden warten schon auf mich. Oh, ich kann im Schatten gehen. Hund voraus. So, da hinten hört der Platz auf. Da sehe ich schon Spielplatz, Beachvolleyball. Also hier ist richtig schön was los. Hey, jetzt kommen wir doch mal jetzt hierher. Aber ist bei weitem nicht voll. Also ich schätze mal halb voll der Platz. Aber er ist halt auch ziemlich groß. Hier sollte also immer irgendwie ein Platz für jemanden da sein. Hier ist das Sanitätshaus. Sanitätshaus, sorry, Sanitärhaus. Gucken wir nachher vielleicht mal rein. Wirklich klasse hier. Für Kinder zum Spielen, für Hunde zum Rumlaufen, auch super. Sind ja vorhin schon unterwegs gewesen.
Also super Gebiet, super Areal. Da vorne ist das Strandfreibad oder so ähnlich hat sich es genannt. Mal gucken, wie weit wir kommen. Strandzugang nur mit Bändchen, was man bekommen hat. So kurz zum Preis, 38 Euro. Eine Nacht bis morgen, 12, also so 24 Stunden kann man sagen, sind wir hier. Zwei Erwachsene, ein Hund, inklusive Strom. Duschen umsonst, Wasser umsonst, Strandzugang. Alles eingezäunt hier. Also wirklich nur für die Campingplatzgäste gemacht. Gucken, ob wir mit dem Hund da drauf dürfen. Schauen wir mal. Ich denke eigentlich eher nicht. Aber da kommt hier echt Urlaubsfeeling auf, ne Schatz? Ja. Weitläufig schöner Sand. So. Das gefällt uns doch. Hier kommt ein Schild. Ach, schade. Hund. Strandterrasse angeleint erlaubt. Strandbereich und Wasser verboten. Ja, gucken wir mal, wie weit wir jetzt hier dürfen. Terrasse dürfte dann hier rein. Ah ja, hier. Hier ist die Terrasse. Ah ja, hier kannst du essen und trinken. Hier ist Musik. Hier darfst du mit Hund hin. Aber ans Wasser nicht. Okay, ist in Ordnung. Speisen und Getränke. Alles technisch okay. Pommes für 3 Euro, sagt Tina gerade. Ja, kannst du dich dann schön aufhalten. Tja, das ist die Krux mit Hund, ne Schatzi? Du kommst nicht überall rein. Ja, ich geh mal auf den Steg und film mal von da und guck mal ein bisschen. Da ist ja auch so ein bisschen was geboten für die Kiddies. Schauen wir mal. Echt super gemacht hier. Kleine Strandpromenade. Super. Treten der Brücke nur in Badebekleidung. Was soll der Quatsch denn schon wieder? Meine Güte, ey. Schönes, klares Wasser. Schwimmer. Abgegrenzter Nichtschwimmerbereich. Da hinten Tretboote kann man sich mieten. Wasservolleyball. Schön. Das mit den Bäumen hier ist echt super gemacht. Sieht toll aus. Hat so ein bisschen was wie in Berlin, Strandbad Wannsee-Feeling. Sehr schön gemacht. Gut. Und schauen wir mal weiter. Da sind ja meine beiden Süßen. Gucken, was sie da noch entdeckt haben. Na Schatzi, was habt ihr hier noch entdeckt? Da geht der Ausgang, ne? Ach so. Ah ja, dann ist hier noch irgendeine Bude, hä? Huh? Ja. Ja. Ah, das ist dann hier für die Gegend wohl eine tolle Sache, ne? Weil sonst ist ja hier nicht groß was. Kommen sie alle aus der Umgebung, Shuttlebus, alles Mögliche, ja. Ja. Okay. Ein Veranstaltungshaus, ja. Aber es ist alles verrammelt, Schatzi. Ich gucke hier den Eingang. Vielleicht war das, na, Eingang ja, ist verrammelt. Ach, das da vorne, ja, das ist ein großes Feld, ja. Ach, hier ist dann noch ein Sanitärhaus.
Ah ja, da drüben war das eine, wo ich eben vorbeigekommen bin. Hier ist ein Veranstaltungszelt, ja. Und da vorne kommt nochmal ein Sanitärhaus. Vielleicht kann ich da mal reingucken. Oh, mein tollen Stuhl. Na guck, hier machen sie dann wahrscheinlich auch mal ein Feuerchen, ne? Kann man das Lagerfeuer schön angucken. Ja, genau. Baumstammsitz mit Lehne. Supi. Ja, ist doch ja. Cool. Das gefällt hier. Nein, der Platz, der bietet schon den Zimmer. Ja, da kannst du Tischtennis spielen. Das sieht schön aus. Ja. Aber auch schön große Wachsen. Ne? Mhm. So, dann gucken wir mal. Das müsste das neue Sanitärhaus sein. Schatzi, nimmst du Rico mal? Müsste hier rechts rum. Ja, ich will mal gucken, was hier an den, der Türen. Ob man da irgendwie reinkommt. Ja, was das hier sein soll. Abgeschlossen, okay. Okay, dann müssen wir hier rein. Hier ist für die Damenwelt. Ich gehe mal in die Herrenwelt rein. Guck mal kurz rein. Okay, Waschbecken. Dusche. Duschbereich. Keiner da. Boah, das ist neu. Waschen. Waschen. Duschen. Ah ja. All inclusive. Sauber. Haartrockner. Hallo. Haartrockner sind auch da. Hände waschen. Super. Gut, nagelneu. Schick. Dann haben wir hier drüben. Waschbecken. Okay. Toiletten. Kurzer Blick. Alles schick. Pissoir. Supi. Okay. Nagelneu. Dann muss es auch noch schön aussehen. Abwäsche, was ist hier? Abwäsche. Ah ja, Spülraum, alles klar. Wow. Okay, okay. Ja, ist doch super. Also genug vorhanden. Also echt ein Paradies für Wohnwagenfreunde. Oh, im Hintergrund ist Action, man hört es schon. Man hört schon die Action, ne Schatz? So, jetzt gehe ich mit euch nochmal. Abseits von den beiden schicken Sanitärhäusern ist direkt bei uns am Platz, so um die Ecke quasi hier, hauptsächlich wahrscheinlich für die Zelter gedacht. Nochmal so ein Container für Damen und Herren. War ich vorhin schon mal, ja, sauber, ordentlich. Gleich um die Ecke, wenn man nachts mal schnell raus muss. Hier gehen die Damen rein. Hier kannst du auch abwaschen. Spülbecken. Und die Herren sind gleich hier um die Ecke. Hm, keiner da. Wunderbar. Waschbecken. Hände trocknen. Toilette. Pissoir. Und alles sauber. Auch wenn es nur ein Container ist. Alle schick. Prima, das gefällt uns echt super hier. So, nochmal ein kurzer Schwenk auf die angrenzenden Zeltplätze. Die Hauptstraße hier, da ist eigentlich nicht viel Verkehr, hat uns nicht groß gestört. Super Anlage. Sehr schön. Astrein. Nochmal einen Blick auf die Rezeption, da ist jetzt Feierabend. Ab 12 Uhr ist da Action. Hier vorne kann man dann parken zum Check-in. Ja.
Jetzt gehen wir zurück und jetzt gibt's Abendessen. So, ihr Lieben, jetzt gibt's Abendbrot. Mit Schatzi? Jawohl. Berner Würstchen mit Käse? Jawohl. Auf dem Kontaktgrill? Mit der EcoFlow? Super. Dann schauen wir mal, wie es uns schmeckt, ne Schatzi? Lecker schmecken, schön. Kartoffelsalat. Ne? Kartoffelsalat, jawohl, von Hohmann der Gute. Ja. Achtung, Schleichwerbung. Jo, dann werden wir mal schön futtern und den Abend noch genießen, bevor es dann morgen wieder nach Berlin, ja, zu Hause, ja, nach zu Hause geht. Ja. Noch ist das unser Zuhause. Aber, Spoiler, Spoiler, das wird sich ja irgendwann bald ändern, ne? Richtig. Yes, jawohl. Baby! Guten Hunger, bis später. So, Schatz hier am Grill. Mal drehen. Was soll ich drehen? Na, die Würstchen. Na ja, ja, so, ja, na, ist voll gut. So, prima. Yes! Schmogel, supi! Ich muss heute nicht grillen, ist das geil. Geht doch. Die kleine EcoFlow, super. Ja, das wird ja super, wird das. Und der Kleine wartet auf die Wurstecke, die er dann auch noch kriegt. Ne? Ja. Ja. Geht alles auch mit so einem kleinen Billigkontaktgrill, ne? Gut gedreht ist halb gewonnen. Super. Ja. Mein Schatz macht das hervorragend. Ja. So, kannst du jetzt eigentlich immer machen, ne? Schmuggel, Rutzel. Echt geil. So, heute ist leider Abreisetag von diesem wunderschönen Campingplatz. Tollen gestrigen Tag verlebt, super Nacht gehabt. Jetzt zeige ich euch noch mal rückwärts jetzt das ganze Thema, die Müllentsorgung, und sag noch mal kurz was zur Rezeption. So, hier ist der Müllplatz. Ist auch alles schön beschrieben. Glascontainer, Müll, Pappe, Plastik gibt's nicht. So, dann mal zur Rezeption kurz dran vorbei. Also Anreise so ab 12 Uhr. Bis 22 Uhr, wenn ihr nach 22 Uhr kommt, könnt ihr hier auf dem Parkplatz stehen, kostenlos, und dort übernachten. Bis zum nächsten Tag, wenn ihr euch dann anmelden könnt. Das ist eine tolle Lösung. Kann man wenigstens stehen, wenn man nach 22 Uhr ankommt. Ja. Sonst noch was zu sagen? Gehen noch mal da hinten zur außerhalb liegenden Chemieentsorgung. Schon geöffnet. Rezeption, da kann man ein paar Kleinigkeiten einkaufen drin. Snacks und ein paar Getränke. Catcar, Fahrrad mieten. Alles möglich hier, sogar Easybike. Ja, hier ist dann Grauwasserentsorgung. Hier gibt es nochmal Frischwasser. Und hier habt ihr die Chemieentsorgung. Gehen wir mal rein. Ja. Alles da. Und auf dem Platz, wie gesagt, ist ja auch eine neue Chemieentsorgung beim neuen
Sanitärgebäude. Ja, das soll es hier erstmal vom Platz gewesen sein. Ich hoffe, ihr konntet ein paar Eindrücke erhalten. Es hat euch ein bisschen gefallen und Informationen gegeben. Wie gesagt, bis 11 Uhr sollten wir eigentlich fahren. Die haben gesagt, ja gut, wenn wir bis 12 Uhr weg sind, ist auch okay. Ja, super. Bis denn. Jo, hallo.